Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls Remastered. Vorige Folge bin ich ganz schön oft gestorben. Ich hoffe, diese Folge wird das nicht so sein. Plan ist, den Taurus-Dämon diese Folge zu plätten. Ich sitze mal ein bisschen kacke, warte mal. So, ich glaube, das ist jetzt besser. Das ist der Plan. Und ich habe jetzt... Normalerweise nehme ich immer so 2 bis 3 Folgen am Stück auf. Letzte Folge konnte ich nur eine aufnehmen. Das heißt, ich bin... kampftechnisch ein bisschen raus. Sieht man gar nicht, ne? Ich gehe direkt mal wieder ans Leuchtfeuer. Warte mal, das machen wir neu. So. Ist nichts passiert. Ja, das ist gar nicht passiert. ja. Vor allem, ich hab noch ganz stolz. Aua. Ganz stolz nach den ersten 2 Folgen gesagt, ey, also so, nicht onscreen, sondern zu meiner Frau. Ist ja gar nicht so schwer, ich dachte, das wäre viel schwerer. Ach du Kacke. So, ich würde sagen, wir kämpfen uns direkt zum Goblin dann auch durch und holen uns noch ein paar Brandbomben. Ist ein Goblin, ne? Unten. Eine Hülle. Ne, eine Hülle war das. Weiß gar nicht, wie komme ich auf den Burb? Wie komme ich denn auf Goblin? Warte mal. 6. Ach, weil der blockt, ne? Ja, dann komm erstmal hier rüber. Ja? Sehr gut. Also, nehmen wir eine Estus? Ja, nehmen wir eine Estus. So, schwarze Feuerbombe, Goldharz. Ich hatte auch mir mal angeguckt, was so die Stats machen. Das kann ich jetzt natürlich nicht zeigen und erklären. Wobei die meisten werden es wahrscheinlich kennen. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ah ja. So ist gut. Ja. Mensch. Warum kann das nicht immer so funktionieren? Das wäre ja prima. So. Muss hier mal durch, bitte. Dankeschön. Also, wir müssen einmal kurz den Typ da hinten mit der Axt. Kommst du raus, oder? Weißt du, dass du da stehst? Frechheit. So. Also. Ja. Gegenstand kaufen. Der labert immer eine Menge rum. So, also. Ich nehme die Brandbombe und davon nehme ich jetzt einfach nochmal 10 Stück. So. Ja, danke auch dir. Es ist mega krank. Also die waren auf jeden Fall sehr effektiv gegen den Dämon und das heißt, ich brauche davon einige. Ich hätte jetzt gedacht, man braucht so 10, dann hat man weg. Aber schadet ja nicht, wenn man mehr hat. Oder zwischendrin noch welche für was anderes benutzen kann. So, zuallererst mal. Ja? Ja, ja. Das kennen wir schon. Kommen wir ran hier. Sehr gut. So, hier muss ich aufpassen. Hier bin ich schon mal runtergesprungen. Das wollen wir nicht nochmal machen. Sehr schön. Das läuft ja gar nicht mal so schlecht. So. Gut. Warte mal. Hier rechts war, glaube ich, noch einer. Genau. Hier um die Ecke war noch einer. Ich habe, glaube ich... Ja, ich hatte Q gedrückt. Wenn man Q drückt... Warte mal. So, dann geht blickt er immer in die Richtung, wo der Charakter guckt. Sollte man sich mal verirrt haben. Falls jemand nicht mit Tastatur spielt. Also, ich spiele mit Tastatur. Deswegen. So. Jetzt kommt ihr dran. Eieieiei. Au! Nein! Gott! Nee! Das hatte ich so auch noch nicht. Ich bin schon tot, ihr braucht nicht weiter draufhauen, ja? Ist ja gut jetzt. Mann. Ah, okay.
Also auf ein neues. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das jetzt hier sehen müssen. Aber wenn das nochmal so geht, dann werde ich irgendwann hier pausieren, bis wir beim Taurus-Dämon sind. Denn, so nicht, du. Ah, ah. Na, na. Na. Danke. So. Nein, ich mache jetzt nicht die beiden Typen da vorne. Die brauchen wir nicht. Wir machen jetzt nur die... den Weg zum, zum Dämon. So, einmal bitte mitkommen. Ja, klar. So ein Dreck. So. Das brauche ich. Nein! Was machst du denn da? Ach du Kacke. Ich mach mal erstmal hier. So. So. Ich weiß, der macht nur das, was ich mache. Und ich bin scheiße. Aber das kriegen wir schon noch hin. So, klasse. Ich könnte eigentlich schon direkt die nächste Estus-Flask benutzen. Na, na, na. Also, wie mache ich das jetzt am besten? Ich denke. Wir machen jetzt erstmal die zwei hier. So. Kümmern uns dann um die drei unten und gehen dann nach oben. So, ich kann ja hier. Hallo? So. Der kommt ziemlich langsam, aber er kommt auf mich zu. Das ist gut. Sehr gut. Na. Sehr gut. Ja. Dann können wir jetzt die hier oben machen. Ich glaube... der eine ist runtergefallen, wie es scheint. So. So geht's auch. Dann haben wir wenigstens jetzt... kein Leben verloren. Gut, wo der andere hin ist, keine Ahnung. Ich höre aber was, warte mal. Nee, ich habe mich vertan. Ist er hier runtergesprungen? Ja, da ist er doch. Mensch. Klasse. So. Also. Wie war das nochmal? Ach ja, hier oben ist ein Scharfschütze, genau. Den müssen wir einmal machen. Unten sind drei mit dem Schild, aber die kann ich einzeln rauslocken. Fangen wir mit dir an. Mit dir. Ja, komm ran. So, der zweite ist rechts. Kleine Scherbe. Was macht die kleine Scherbe? So, das war der lahme Typ. Und dann kann ich mal kurz zeigen, was ich mir letztes Mal noch angeguckt habe. So, man kann ja Erläuterung geben lassen. Und Vitalität wäre, glaube ich, mal gar nicht schlecht, dass ich ein bisschen mehr TP kriege. Und Beweglichkeit ist tatsächlich mein Waffentalent. Davon habe ich ja jetzt schon, ich glaube, 16. Das reicht erstmal. Das heißt, wir werden demnächst mal ein bisschen auf Vitalität gehen und noch ein bisschen auf Ausdauer. Damit man ein bisschen mehr ausweichen kann, etc. pp. Das ist ziemlich doof, dass du hier so an der Wand stehst. Aber klappt trotzdem. Das ist gut. Achso. Das war die Schrift. Kommst du ran? Nee, nee. So. Oh, hier sterben wohl viele. Hier sind eine Menge Blutflecken. Kommst du bitte runter? Dankeschön. So.
Sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt auch nichts mehr. Doch, zwei sind noch beim Taurus-Dämon. Und... Aua, unten ist der eine Typ noch. Aber der interessiert uns gerade nicht. Wir wollen nach oben. So. Durch den Nebel, bitte. Hier ist auch kein verlorenes Gut mehr vor mir, ne? Nein, natürlich nicht. Wie viel habe ich bei dem jetzt verloren insgesamt? 5000 oder so? 5000 Seelen? Keine Ahnung. Machen wir erstmal die hier jetzt. I've got a big problem. So. So, jetzt habe ich keine Estus Flask für den Dicken. Klasse. Naja. Da darf man sich nicht treffen lassen. Jetzt probieren wir es aber. Ich hoffe, das schaffen wir. Ich hoffe, das schaffen wir. Komm schon. Also mein Plan für den Dicken ist, ganz klar, ich werfe den mit Bomben ab und hau ab. Und damit ich jetzt nicht zu wenig Platz habe, gehe ich einen ganz schönen Schritt nach vorne und fange direkt an, die Bomben zu werfen. Das wollte ich nicht. So, nochmal. Eins. Zwei. Nochmal. Nochmal. Ich bin vorbei hier. Nein. Es sah nicht schlecht aus. Guck mal, wie wenig Leben der hat. Das Problem ist nur, ich hatte die Wand im Rücken. Mann. So was Doofes aber auch. So, fangen wir mal hiermit an. Ach ja, klar, Mensch. Ich hoffe, keiner zählt, wie oft ich hier sterbe. Es ist oft, sehr oft. Ich muss mir neue Bomben kaufen. Also ja schön. Geh weg. Oh, Bomben. Kommt ihr bitte. Lass mich mal vorbei. So. Jetzt du bitte. Komm mal her. Kollege, ich habe nicht viel Zeit, ja? Ich habe da oben noch ein Meeting. Ja, da darf ich nicht zu spät kommen. Dankeschön. Weiter. So. Ja, mach mal auf. Danke. Sehr gut. So. Also. Ja. Hör auf mir auszulachen. Bin sensibel. Dankeschön. Ja, du mich auch. 20 Bomben. Damit sollten wir es schaffen. Bitte. Ich meine, es scheitert ja... Da liegt ein Item. Es scheitert ja noch nicht mal daran, dass ich, Warte, ich hab's gleich. Gedanklich. Es scheitert noch nicht mal daran, dass, dass der so, mich so schnell wegmacht. Nein, sondern weil ich so blöd spiele. So, komm ran. Komm jetzt ran hier. Los, komm, komm. Wunderbar. Höhlenschild, so. Ich habe jetzt zwei neue Schilde bekommen. Gucken wir mal eben, ob eins davon besser ist als meins. Zielschild 56. Höhlenschild ist nicht schlecht. Ja. Zu schwach, um die Waffe einladen. Du musst sie in beiden Händen halten. Was? Hä?
Aber ich hab doch. Der Schild hat ein X. Aber warum? Naja, egal, dann nehmen wir den Zielschild wieder. So. Du kriegst jetzt auf die Mütze. Weiter geht's. Mach den Schild weg. Dankeschön. So. 15 Minuten. Und wir sind da, wo wir letzte Folge bei 10 Minuten waren. Hammer, ne? Ganz abwechslungs... Aua! Reichert! Mann! So ein Dreck! Ein ganz abwechslungsreicher Content hier. Ach komm ey, fick dich! Mann! Jetzt aber gut! Stirb! Drecksack! Ich muss schon wieder so eine blöde Flask saufen. Die oben... Nein, ich nehme die oben... Nein, ich nehme die oben nicht mit. Mach nur den Dude hier oben. Ja klar! Komm ran! Los! Beweg dich! Hopp, hopp, hopp! Ja, ja klar! Tritt ihn doch! Tritt! Oder so. Hä? Ich will nicht auf den. Ich will den da. Och Mann. So. Den haben wir. Den haben wir auch. Ich glaube, ich bin diesmal ein bisschen besser aufgestellt, aber ich sollte mich nicht zu früh freuen. Denn A, kommt der hier noch? Lass mich mal vorbei. Danke. So, der hat kein Item. Und oben die beiden Scharfschützen, die haben mich ja auch vorhin nochmal richtig, richtig lang gemacht. So. Jetzt aber. Vor allem, warum, das verstehe ich nicht ganz, warum, wenn der einen tötet, bleibt das Gut nicht liegen? Ist das normal? Wenn er einen Boss tötet... Ist doch ein Boss, ne? Der ist so dick, der muss ein Boss sein. Ja, Mann! Das ist die Bombe. Und du auch. So. Eine Flask habe ich dann. Ist ja sicher ein Boss jetzt hier, der Taurus-Dämon. Warum bleibt das Gut nicht liegen, die Seelen? Ist das normal? Ach ja, und ich hab eine Menge Fragen gestellt, wirklich super viele. Ich spiele gerade durch. Also 5 Folgen oder so werden es sein, bis ich das erste Mal auf Kommentare reagieren kann. Das ist einfach damit passend vorprogrammiert, ja. Produziert wird. Eine Bombe. Noch eine Bombe. Wieder eine Bombe. Noch eine Bombe. Und nochmal. Nochmal. Hopp. Hopp. Na, na, na. Ja! Es war kein ehrenhafter Sieg, aber er ist tot. Heimkehrknochen? Keine Seelen? Ich wollte auch gerade sagen, ich habe mindestens das Dreifache hier an Seelen verloren. Mann. Also. Hier würde ich sagen, machen wir es zusammen. Nee. Ist das nicht ein guter Sieg? Sieg über den Taurus-Dämon. Schade, dass die Dinger nicht liegen bleiben. Warte. Wie kann ich ihn hier... Aber man kann hier rausscrollen, ne? So, so gefällt mir das besser.
Warte. Entschuldigung. Optionen hat aus. Hier kann man wenigstens noch Screenshots machen. In Gothic 1 muss ich immer übel ab. Ich weiß nicht warum. In der Steam-Version von Gothic 1 kann ich keine Screenshots mehr machen. Das ist richtig frech. Ich muss da immer Print auf der Tastatur drücken, in Paint einfügen und ausschneiden. Ich glaube, ich sollte mir ein Screenshot-Tool einfach mal irgendwann holen. Dann ist es egal, wo ich den mache. So, gibt es jetzt hier ein Leuchtfeuer? Sag mir bitte, dass es hier ein Leuchtfeuer gibt. Was ist hier? Wer bist du denn? Nachricht lesen. Versuch's mit Angreifen. Null Bewertung. Gelobt sei die Sonne. Ja, der kriegt irgendwie immer gute Bewertung. Gelobt sei die Sonne. Und du bist? Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Ist der verrückt? Ich werde den nicht angreifen. Es gibt so wenig NPCs, da sollte man ruhig mal ein paar behalten, zum Quatschen. So, und da sind Gegner, okay? Verschlossen. So. Ah! Ich hatte was in Erinnerung. Ich habe es bestimmt auch schon mal gesehen gehabt. Ich habe den gerochen. Der hat nämlich so gestunken, der Fettsack. So, kann ich jetzt hier hin? Hä? Versuch's mit Schweif. Pass auf, Bösewicht. Wo? Lagerfeuer! Ich will hier runter! Bei 4.500 Seelen, ich kann mich richtig verbessern. Rasten? War ich hier schon mal? Ja, ist ja auch egal, aufsteigen. Also, wir brauchen Vitalität. Ich würde sagen, wir nehmen als erstes Ziel, Angriffsziel Vitalität 15. Mit 15 Vitalität dürften wir deutlich mehr Leben haben. Irgendwie sieht das nicht so aus, als ob da viel passiert ist. So, und wo geht's hier weiter? Er kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ne, ne, ne. Oh. Leichte Armbrust! Eine Armbrust! Ich habe mich schon gefragt, wann man mal Fernkampf kriegt. Muss ich die hier ausrüsten? Okay, und wie kann ich schießen? Keine Pfeile. Warte, dann machen wir das anders. So, ich brauche... Nicht den Schwertgriff. Wo ist mein Banditenmesser? Wo ist mein Banditenmesser? Alter! So, ich muss mal zum Goblin runter. Der hat 100 pro Pfeile. So, dann muss ich an den beiden da vorbei, ne? So. Ne, wir gehen mal erst auf den hier. Los, komm. Sehr gut. Komm schon. Sehr gut.
So, ich will nämlich gucken, ob der Goblin was an Pfeilen hat oder an Bolzen, werde ich ja brauchen für eine Armbrust. Und wenn er welche hat, dann gucken wir mal, ob wir nicht da auf den Drachen ballern können. Auf den Schweif. So, Gegenstand kaufen. Standardfall, großer Fall, Holz. Da, Standardbolzen. Aber wie viele kriege ich denn dann? Einen? Schwerer Bolzen. Holzbolzen. Holzbolzen kostet nicht viel. Für 10 Seelen kaufen. Ich probiere es einfach mal mit 10. 10? Die machen nicht viel Schaden, ne? Kann ich auch. Oh, ich kann auch scrollen. Dann nehme ich 20. Ne, 25. 25 Bolzen. So. Kein Thema. So. Dann gehen wir gleich wieder nach oben. Aber erstmal. Ach, da. So, als zweite Waffe nehmen wir dann die zu schwach einhändig zu führen. Das ist nicht schlimm. Denn wie kann man jetzt. Wie kann ich die Waffe wechseln? Nee, die Bombe. Ich habe die Bombe geworfen. So ein Mist. Ah, ich habe schon wieder die Bombe geworfen. Mann, bin ich dumm. Wie kann ich denn die Waffe wechseln? F2, F1. So, hier muss ich jetzt hochklettern, ne? Ich guck gleich mal eine Steuerung rein. So. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Man kann jetzt, soweit ich das noch richtig weiß, so. Hier einmal hingehen, dann pustet der Drache einmal fett. Dann sind hier eine Menge Leute tot. Oh, ich krieg einen in den Rücken, nice. Sehr gut. Und dann müssen wir, ich glaube hier unten war es irgendwo. Versuch's mit Schweif. Genau. So. Kann ich nicht sogar ganz nah dran gehen? Oder so? Huh! Los, komm ran. Hä? So, da ist der Schweif, ne? So, und ich meine jetzt. So, ich kann jetzt gerade die Waffe nicht wechseln. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich guck mal kurz auf die Tasteneinstellung. Hier war wir am Laufen. Kämpfen. Gegenstand wechseln. Waffe wechseln. Rechts. Shift plus drehen. Ah! So. Und wie kann ich jetzt... Wie kann ich ihn zielen? Hä? Wie kann ich ihn zielen? Wie kann ich denn zielen? Schwer, Block, Parade, benutzt Sprinten, Rollen, Aktion. Es steht hier nicht. Oh, das war nah. Habe ich ihn getroffen? Er meckert. Ich habe den richtigen Punkt getroffen. Hä? Ach so, ich hab den geagrot. Okay, das war daneben. Ich brauche mehr Bolzen. Okay, da muss ich immer hinschießen und ich muss warten. Oder wie?
Wie viel Leben hat er denn noch? Oben links sieht man das immer ganz knapp. Ich habe nur noch 8 Teile. 8 Dinger, ne? Nichts gesehen. Ich glaube, ich habe gesehen, wie viel Leben er hat. Und ich habe abgezogen. Sage und schreibe. 13. Mal gucken, ob ich es jetzt gleich nochmal sehen kann. Wisst ihr, wie lange sowas dauern würde? Eine halbe Ewigkeit. Aber wie komme ich denn sonst an dem vorbei? Mensch. So. Also, ich nehme mal eine Estus. Und guck mal eben. Vielleicht sehe ich ja. Vielleicht. Ah ne, hier ging's runter. Vielleicht sehe ich ja, wie viel Leben er hat. Kannst du mal... Das ist frech. Oh, sieht ja hässlich aus vom Nahen. Schnell, 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 schnell. Verdammt, jetzt bin ich getroffen worden. Ich gehe ja schon. Also ich brauche deutlich mehr Bolzen. Und ich brauche deutlich stärkere Bolzen. Aber ich weiß jetzt, wo ich hinschießen muss. Und ich denke, wir starten nächste Folge bei dem Drachen. Und ballern dem einfach den Schweif weg. Das scheint ja zu funktionieren. Also die Nachricht mit Bewertung 1 hat gesagt, das ist gut. Ich hoffe, das ist gut. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich gehe jetzt hier zum Typ Norn. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Goblin. Denn der hat so irgendwie Goblin-Vibes. Ich weiß nicht warum. Oder hat dem nicht irgendjemand mal Goblin genannt? Keine Ahnung. Ich kaufe mir jetzt eine Tonne Bolzen. Warte. Und zwar die guten Bolzen. Die sind zu teuer. Ich kaufe die Standardbolzen. Wie viele kann ich kaufen? Ich habe vorhin mit 20 Billo-Bolzen kaum HP abgezogen. Ich komme auf 67 bessere Bolzen. Die nehme ich. So, das probieren wir aus. Nächste Folge versuchen wir mal den Schweif vom Drachen abzuballern. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Falls jemand sagt, mach's bloß nicht, ist zu spät, werde ich schon gemacht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Tschüss.